wirklich wichtige Fragen. Ich wollte wissen, wie von Christi, wo es schmeckt. Dominikus interessanter Einsatz von Wörtern. Die Kombination war für mich sehr extrovertiert, ne? Und sehr eigenwillige Komplimente an den Küchenchef. Lecker, die schmecken lecker. Ja. Mit mehr Salz, perfekt. Wo gab es all das und noch viel mehr? Natürlich beim Dschungelpromi-Dinner 2019. Heute zum zweiten Mal mit Chris, Doreen, Domenico und Sandra. Solltest du den ersten Teil verpasst haben, dann findest du den Link da oben. Wieder kommentiert, parodiert und analysiert von mir, deinem Onion Dog. Die nächste in der Reihe der Promi-Köche war heute Sandra, über die Domenico gleich mal folgende Aussage machte. Die Sandra ist so Adventure-Mensch. Also sie, wenn sie was macht, wird sie wahrscheinlich irgendwas Einfaches machen, aber mit einem Motto. Ja, und ein Motto hatte Sandra dann tatsächlich. Eins, worüber sich die Ex-Dschungelcamper bestimmt mega freuen werden. Wir hatten ja dort 2 Wochen lang das Thema Reis und Bohnen. Habe ich gesagt, wenn ich hier mitmache, dann mache ich irgendwas mit Reis und Bohnen. Wow, das klingt ja wirklich mega lecker. Aber Sandra, sag mal, du bist doch ein wirklich bodenständiger Typ. Ich meine, Doreen hatte Hilfe von ihrem Koch, Domenico von seinem komischen Freund, wobei ich mir da gerade nicht ganz sicher bin, ob man das überhaupt Hilfe nennen kann. Aber du wirst doch jetzt ganz bestimmt alleine kochen, oder? Nee, es kommt noch Hilfe. Der Ralf kommt noch. Ja, okay, wie auch immer, dann zeig uns doch bitte auch erstmal deine Wohnung. Mein Bett besteht aus Paletten. Ich hatte ja auch erstmal gar kein Geld, man kann sich ja nicht alles auf einmal neu kaufen. Okay, das ist ein bisschen traurig. Und was gibt's hier sonst noch? Ihr seht, ich habe auch keinen Schrank. Ja, ich finde es immer wieder schön zu sehen, wie Deutschland seine Profisportler bezahlt, die keine Fußballer sind. Das ist wirklich total fair. Aber auch Sandra fing dann jedenfalls gleich mal das Kochen an und startete beim Dessert. Warum auch immer. Das wird der Teig für die Eierschecke. Eine hochköstliche Spezialität aus Sandras schöner Heimat Thüringen. So eine Art Käsekuchen mit massenhaft Eiern drin. Aber nicht nur ich und Sandra mögen dieses Essen sehr, sondern es gab auch noch einen anderen Genießer. Also mein Hund, der ja leider nicht mehr lebt, hat das geliebt. Ja, in Anbetracht dessen, dass ein Kuchen ungefähr 12.000 Kalorien hat, habe ich auch eine entfernte Ahnung, warum der gestorben ist. Ja, aber lassen wir Sandra doch da einfach mal ein bisschen werkeln. Du, Chris, was denkst du denn darüber, wie sie sich wohl so in der Küche schlagen wird? Und ich glaube, so wie jemand umgeht handwerklich, so ist er auch beim Kochen oder in der Küche. Okay, ja, das könnte ja immerhin gut sein. Dann gucken wir doch mal, was Sandra gerade so treibt. Ich kann das ja nicht anpacken jetzt. Hier, so. Ich hab doch gesagt, es ist heiß, du doofe Kuh, geh weg. Ja, und auch das wurde nicht etwa irgendwie besser, sondern immer schlimmer. Was ist mit dem Topf los? Zum Glück hatte Sandra ja aber nicht nur diesen ominösen Ralf als Hilfe, der sowieso irgendwie absolut nichts gemacht hatte, sondern auch gleich noch 2 andere Freunde. Wir haben uns kennengelernt auf einer Silvesterfeier vor 8 Jahren. Ja, okay, mich interessiert jetzt eigentlich nicht die Bohne, wer diese Leute sind, sondern eher, warum zum Teufel du die jetzt auch noch eingeladen hast. Der Domi hat mitgemacht beim perfekten Dinner 2015. Genau. Ja. Und gewonnen. Hat gewonnen. Yeah. Ja, wenn beim Promi-Dinner eigentlich jeder cheatet, ist es dann eigentlich wieder gerecht? Naja, wie auch immer, Sandra hieß dann erstmal ihre Gäste willkommen. Zentrale des Wahnsinns. Und zeigte ihnen ein bisschen ihre Wohnung, in der gerade Domenico besonders viel Spaß hatte. Was ist das? Medaillen. Ja, als Medaillen. Hey, brutal. Ich kenne das noch von der Bundesjugendspiele, aber ich habe meistens aus Plastik. Chris fand das zwar alles auch relativ beeindruckend, stellte aber die wirklich wichtigen Fragen. Ich frage mich nur, wer putzt das alles? Wer putzt das Staub so weg? Und dann sollte es auch schon losgehen. Vorher hatte Sandra aber noch ein Ass im Petto. Der Juli? Der hat jetzt eine kleine Überraschung für euch. Jetzt schon. Ja, und wer jetzt dachte, es könnte nach Karaoke und Schlangentanz nicht mehr viel schlimmer werden, geht so. Denn diesmal gab es Geigenmusik mit Hundeuntermalung. Hey, genial. Wenigstens einem der 3 Gäste gefiel das Ganze aber dann doch relativ gut. Nämlich natürlich Chris Töpperwien, dem alten Mops-Fan. Du stehst auf Möpse? Ich stehe immer auf Möpse, ja. Viele denken das ja gar nicht, ja. Aber das kann ich bestätigen, ich stehe extrem auf Möpse. Und dann bekamen die Gäste endlich auch das erste Essen. Du sag mal, Domenico, wie hat es dir denn so geschmeckt? Die Kombination war für mich sehr extrovertiert, ne? Domenico, extrovertiert macht hier wirklich überhaupt keinen Sinn. Versuch doch bitte mal zu erklären, was du damit meinst. Ja, die war total bunt. Einfach bunt. Extrovertiert. Einfach. Die hat aus der Reihe getanzt. Ja, Chris fand das Essen dann nicht ganz so extrovertiert, sondern lästerte lieber ein bisschen. Dann haben wir da das rote Beete. Die war fertig auch. Die schneidest du einfach nur in kleine Scheiben. Das ist keine Aufgabe. Ja gut, Chris, da war ja aber nicht nur rote Beete, sondern auch noch ein Salat dabei. Feldsalat, einmal kurz unter Wasser, bap, 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 zack. Ja, und ehrlich gesagt hatte Chris damit jetzt auch nicht ganz unrecht. Und beim Hauptgang wurde es auch nicht unbedingt besser. 1, 2,
Drei. Und auch Doreen, die sich in der Zwischenzeit in die Küche geschummelt hatte, war das scheinbar nicht ganz kreativ genug. Wollen die Ruhe? Nee, das sind welche aus der Dose. Oh. Ja, das sind aber die guten aus der Dose. Aber okay, all das sagt ja noch nichts über den Geschmack aus. Also Leute, wie hat's euch denn geschmeckt? Die Keule. Ah ja, war die dann, Keule. Dann drauf geschmiert, ja, kann man so sagen. Und das war auch gut. Okay, und dir, Domenico, wie hat dir das Hühnchen so geschmeckt? Ich mag eher ein Steak essen oder ein Stück Fleisch. Ach so, du magst lieber Fleisch und kein Hühnchen. Okay. Wenigstens Doreen hatte dann aber Spaß mit dem Essen. Also zumindest hat sie damit rumgespielt. Ich hab nur Hähnchenspaghetti. Und als Doreen dann auch noch an dem einen oder anderen Knochen nagte, hatte Domenico plötzlich eine total nachvollziehbare Assoziation. Ich hatte sie ja gegenüber. Mich hat sie an Fred Feuerstein, die kleine Tochter, erinnert. Ah stimmt, die Tochter von Fred Feuerstein. Wie hießen die nochmal? Chucky die Mörderpuppe. Und dann fingen die vier natürlich auch wieder ihre interessanten Gespräche an, die diesmal immerhin nicht ganz so eklig waren, aber immer noch verdammt seltsam. Erst hatte Doreen einen etwas komischen Wunsch. Das magst du, dass der Hund den Finger abschlägt. Ich darf nicht, oder was? Was willst du meinen Finger abschlecken? Und dann erzählte Chris die einzige Geschichte, die ihm zu Ostdeutschland einfiel. 1990. Die hat mich dann ihrem Vater in Leipzig vorgestellt. Die hatten da so eine Ferienhütte. Da kommt er dann nackt mit dem Löres raus und begrüßt mich. Dann war der Abend aber tatsächlich schon vorbei und irgendwie alle Gäste relativ unbegeistert. Doreen sagte das hier. Mein Highlight des Abends waren die zwei Hunde. Und auch Domenico war irgendwie enttäuscht. Und vom Essen hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Und auch Chris war jetzt nicht mega angetan. Dafür ist aber wenigstens sein Hund echt süß. Zu einem perfekten Dinner hat mir auf jeden Fall das 100%ige Wow-Erlebnis gefehlt. Die Punkte fielen dementsprechend auch relativ mau aus. Sandra erhielt genau wie Domenico nur 22 Punkte. Aber okay, dann fehlt jetzt ja eigentlich nur noch Chris. Chris, was machst denn du da schon wieder? Super, ja, Entschuldigung, ne? Wir müssen ja mal gerade ein Foto machen. So ist das. Ja, aber okay, Christian, erzähl doch mal. Ich meine, du bist immerhin auch Gastronom, da müsstest du doch ziemlich gute Gewinnchancen haben, oder? Das ist ja eigentlich nichts Außergewöhnliches. Ich koche gerne und das mache ich auch immer so Rambazamba. Ja, und dann begann Chris auch schon fleißig einzukaufen und bekam dann sogar noch ein kleines Geschenk vom Ladenbesitzer, das aber eigentlich für seinen Hund gedacht war. Alles nicht in Ernst? Nee, das esse ich hier. Was ist denn für ein Hund? Nee, das esse ich hier. Warum? Uwe, bloß kein, der kriegt ja Durchfall. Ehrlich? Ja, ja. Oh, der arme Rudi. Aber am Ende hatte Chris dann glücklicherweise doch noch ein Einsehen. Hm? Ein ganz kleines Stück kannst du haben, aber nur ein kleines Stück. Und dann fing Chris tatsächlich auch schon an zu kochen und wurde total emotional. Ach, ist alles traurig. Ach ja, ich hab kaum angefangen und schon mit einem Stück heulen. Und dann war ich sogar wirklich einigermaßen gespannt, denn Chris bereitete seine legendäre Currysoße zu. Und die bestand im Wesentlichen offensichtlich nur aus drei Dingen. Nämlich zunächst dem hier. Und ja, das ist der billige Gut- und Günstig-Ketchup, den kenne ich sogar. Dann noch ungefähr ein halbes Kilo Zucker. Und die geheime letzte Zutat, nämlich einer nicht näher definierten Flüssigkeit. Lecker. In der Zwischenzeit bekam Chris dann Besuch von seiner Oma, die für ihn nicht nur das Dessert zubereiten sollte. Und mittlerweile ist es mir wirklich egal, dass die irgendwie alle cheaten, sondern ihn auch an eine sehr wichtige Zutat erinnerte, die er scheinbar vergessen hatte. Hast du Milch? Milch habe ich keine. Und davon war Chris' Oma dann offensichtlich nicht so begeistert und verteilte dementsprechend auch die Aufgaben. Gurken aushobeln, das traut die Oma ihrem Chris offenbar doch noch zu. Die wirklich wichtigen Jobs macht sie aber lieber selber. Und kurz darauf tauchten dann auch die Gäste schon wieder auf und machten sich zuerst einmal über die Vorspeise her, die zu Pass Chris natürlich in einem Foodtruck serviert wurde, der allerdings nicht ihm gehörte. Genau wie das Haus, in dem gedreht wurde übrigens. Was braucht ihr? Eine Wurst mit Senf, ohne Senf, Ketchup oder Dünne mit allem? Und nachdem die drei sich die Vorspeise dann richtig hatten schmecken lassen, bekamen wir ein etwas seltsames Geständnis von Domenico zu hören. Die Wurst war gut gegrillt, der hat sie geschnitten. Ich wollte wissen, wie von Chris die Wurst schmeckt. Oh, und auch Chris hatte dann natürlich wieder ein Unterhaltungsprogramm für den Abend geplant. Und zwar einen Zauberer, der ein paar wirklich krasse Tricks drauf hatte. Jetzt die Hände über Kreuz, Daumen nach unten. Genau, und einmal zusammengreifen. Cool, das war immer meine Begrüßung in der Grundschule. Das konnten sogar die in der ersten Klasse schon. Aber der Zauberer hat doch bestimmt noch mehr drauf, oder? Dann zeige ich euch noch eine etwas einfache Übung. Die geht so. Rudi. Warte, mach was noch. So. Ja. Und das geht ganz oft und ganz schnell hintereinander. Wow. Ja, es gab dann aber immerhin einen, der doch relativ beeindruckt war von dem Zauberer, nämlich natürlich Domenico. Diese Tricks, die haben mich echt so gefangen. Dann ging es aber weiter zur Hauptspeise und dabei leistete sich Chris direkt mal einen Fauxpas. Laktosenfrei? Da ist ein kleiner Schuss. Ja gut, aber dass Domenico laktoseintolerant ist, das wusste man ja schon vorher. Da wirst du doch bestimmt irgendwas geplant haben, oder Chris? Hast du ohne Soße so ein bisschen? Nee.
Das ist nicht schlimm. Eigentliche Hauptspeise war dann allerdings ein Gulasch, aber auch der kam jetzt nicht so gut an. Gewürz. Morgen. Salz, Pfeffer, perfekt. Domenico lobte den Koch aber trotzdem mit einer netten Spitze. Lecker, die schmecken lecker. Ja. Mit mehr Salz, perfekt. Ja, aber Chris, du sag mal, wie siehst denn du das? Meinst du, du hast noch eine Chance zu gewinnen? Also die Teller sagen so eine 50-50-Chance, ja. Ja, aber leider konnte Chris dann auch mit seinem Dessert nicht sonderlich punkten. Da war mir zu roh, der Hefeteig. Das war so ein Teig und oben Streusel und ganz wenig Apfel. Aber Chris wäre nicht Chris, wenn er die Kritik natürlich nicht total angenommen hätte und direkt in eine Beleidigung für seine Gäste umgemünzt. Findest du nicht, dass das auch so ein bisschen unhöflich ist, wenn man immer den Teller so voll liegen lässt? Hä? Auch Chris bekam dementsprechend insgesamt nur 22 Punkte. Und dann ging es auch schon nur noch darum, die Platzierung für diesen Abend festzulegen. Und dabei gab es dann auf Platz 4 niemanden, auf Platz 3 niemanden und auf Platz 2... Sandra, Domenico und Chris. Die Gewinnerin war dann logischerweise Doreen, die sich ein bisschen so freute, als hätte sie gerade den Pulitzerpreis, 2 Oscars und 4 Nobelpreise gleichzeitig gewonnen. Doreen! Ja, ich frage mich nur ein bisschen, wie viele Punkte Doreen wohl bekommen hätte, wenn die anderen gesehen hätten, wie sie ihr Essen gekocht hat. Wahrscheinlich minus 16 oder so. Aber du sag mal, Doreen, die Siegprämie in dieser Sendung am Ende spendet man ja immer. Wohin geht denn deine Spende? Wo geht deine Spende hin? Weiß ich doch nicht, ey. Später klärte sich dann aber glücklicherweise doch noch, dass das Geld an eine Stiftung für herzkranke Kinder ging. Und das ist doch, wie ich finde, ein wirklich sehr vernünftiger Verwendungszweck. Gut, das war's denn jetzt aber auch mit dieser Folge vom Dschungeldinner. Auch die nächste davon wirst du natürlich bald auf meinem Kanal finden. Falls du das nicht verpassen willst, dann abonniere ihn doch am besten einfach schon mal. Und das solltest du sowieso tun, denn sonst kocht Doreen Dietl demnächst dein Essen. Boah. Okay, heute muss ich wieder mal ein bisschen schneller machen, weil der Akku von meiner Kamera irgendwie schon seit einer halben Stunde blinkt. Was irgendwie erstaunlich ist, weil er das sonst eigentlich immer nur höchstens 3 Minuten tut. Also da oben ist wieder irgendein Video, das der YouTube-Algorithmus nur für dich ausgesucht hat. Da unten ist sicherheitshalber nochmal das andere Dschungeldinner-Video. Und da ist natürlich der Abo-Button. Dann bis hoffentlich bald. Tschüss.